Willkommen zurück zu Anstoß 3. Wir sind hier beim FC Viktoria Köln auf Platz 4 aktuell und unser nächster Gegner ist der FSV Zwickau. Mal gucken, Zwickau hier auf Platz 10. Stehen hier interessanterweise als Absteiger. Naja, genau. Wir sind derzeit auf Platz 4, sind richtig gut mit dabei, was den Aufstieg angeht. Das müssen wir auch bei den Kosten, die wir haben. Oh, wir sind auch nur noch bei 860.000, sehe ich gerade. Ich hoffe, wir werden noch den einen oder anderen Spieler los. Ansonsten, ja, man kann auch das gesamte Vereinsgelände wohl verkaufen. Wäre natürlich aber auch nicht so schön, wenn wir das machen müssten, fände ich. Ja, das Hotel, was wir da besitzen, oder das Haus, ich weiß es gar nicht mehr genau, würde natürlich dann auch noch einiges bringen. Naja, wir machen erstmal weiter. Mit der nächsten Woche, würde ich sagen. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ansonsten hatten wir noch irgendwelche Termine während der Woche? Ja, mit Kuralski, mit Brasnic und mit Reiche. Da muss ich nochmal eben in den Kader gucken. Wenn man so eine Woche nicht mehr gespielt hat, ist auch wieder einiges. Brasnic, ja, das löst unsere finanziellen Probleme. Ist halt so. Er ist ein richtig guter Spieler, mittleres Talent, jung, aber das Geld brauchen wir. Dann würde ich aber die anderen Stürmer nicht mehr verkaufen. Und die Millionen hätte ich trotzdem gerne. Kuralski und Reiche. Kuralski, ja, das ist auch bitter eigentlich. Aber hilft nichts. Und Reiche. Noch ein Innenverteidiger. Beide Fünfer Innenverteidiger wären das. Wir haben aber immer noch unseren Siebener und dann haben wir halt hier den Fünfer. Vierer Tobias Müller, aber der wird dann sicherlich auch aufgewertet werden. Ja. Ihr habt gesagt, verkauft. Ich mach das einfach mal. Das hilft ja alles nichts. Kuralski geht zu Bayern München 2. Immerhin auch nicht zu einem Konkurrenten. Und wir kriegen da immerhin 210.000 für. Wir sparen 60.000 Festgehalt. Bisher hat er 20.000 verdient. Eine Auflaufprämie von 700. Naja, im Grunde ist es nicht viel. Aber ich denke, mit dem 7er sind wir dann da auf der ganz guten Seite. 240.000 nehmen wir mit. Christian Schulz hat im letzten Spiel sein erstes Tor für seinen neuen Club erzielt und muss deshalb eine Runde schmeißen. Alle freuen sich, das ist gut für die Stimmung. Brasnic zu Holstein Kiel in die zweite Liga. Ich meine, das ist ja auch ein Transfer, der ist realistisch. Ich finde nur, das, was sie bieten, ist ein ziemlicher Witz. Ich meine, eigentlich möchte ich ihn nicht herschenken. 850.000. Aber er ist halt auch schon einer unserer besser verdienenden. Und er hat in 7 Spielen noch kein einziges Tor erzielt. Und die 850.000, die müssen wir natürlich mitnehmen. So, Daniel Reiche geht zum TSV Steinbach. Also alles nicht, alle Spieler, die nicht zu einem Konkurrenten gehen. Das ist echt angenehm. Muss ich dann unbedingt dann noch die anderen Spieler von der Transferliste wieder runternehmen, die Stürmer. Unterschreiben. Natascha, die Freundin von Spieler Mike Wunderlich, macht Stress, denn sie möchte ihn unbedingt heiraten, der will aber nicht und deshalb herrscht zurzeit Krisenstimmung. Na super. Das heißt, dass der hier natürlich jetzt auch schön abgewertet wurde, fantastisch. Eine Stamminnenverteidiger ist raus, dafür kommt jetzt Müller rein. Naja. Und wir spielen mit Pandev. Wir spielen zurzeit eh häufig mit nur einer Spitze. Wobei, hier können wir wieder mit zwei Stürmern spielen. Zwickau, die können ja gar nichts. Da würde ich dann Junglas mal wieder rausnehmen. Da können wir uns nochmal einen zweiten Stürmer. Das ist in diesem Fall... Ach, Brasnic erst zur neuen Saison. Okay. Haben wir das Geld dann jetzt gekriegt? Ach, zur neuen Saison. Das ist ja eigentlich ein bisschen blöd. Okay, Stürmwert noch ein bisschen erhöhen. Ja, 20,3 ist eigentlich nicht schlecht. Auch bei einer Abwehr von 16,8. Das ist, glaube ich, ganz vielversprechend. Im Mittelfeld sind wir besser. Tor ist so ein bisschen unser Problem gerade, weil, ja, Hatzler noch verletzt ist. Aber das ändert sich ja auch noch. Den können wir leider noch nicht hochziehen.
Das hätte man sonst machen können, dass man ihn auf die Bank setzt, aber naja, nicht so dramatisch. Und Taktik, da ist eigentlich alles egal. Wir spielen zu Hause. Nee, da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Das heißt, man könnte schon über eine kontrollierte Offensive nachdenken. Und ich glaube, das probieren wir auch mal, das durchzuziehen. Auf geht's. Rasen ist auch noch ordentlich bei uns, das ist auch gut. Und die ersten 10 Minuten sind rum, es ist bisher einfach noch gar nichts passiert. Jetzt mal ein Eckball von der rechten Seite für Viktoria Köln. Handle legt sich den Ball zurecht, zupft sich am Kinn, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Brinkis kommt heraus, faustet den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Schade. Aber immerhin eine erste Annäherung an das Tor der Zwickauer. Gelb jetzt für René Lange wegen einer Schwalbe. Ja, jetzt mal Ecke für Viktoria Köln. Von der linken Seite handelt sich den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Brinkis stürmt heraus. Wird von seinem Mitspieler Sorge behindert. Kommt nicht mehr an den Ball, aber Antonic bereinigt die Situation. Schade. Dann sind 45 Minuten vorbei. Es steht 0:0. So richtig tolle Chancen haben wir nicht. Ich lobe mal unseren Torwart. Das wird ihn sicherlich auch freuen. Ansonsten bin ich nur mäßig begeistert. Einsatz jetzt schon hochstellen? Nee, machen wir mal noch nicht, aber antreiben. Jungs, es geht beim Fußball nicht um Leben oder Tod. Es geht um mehr als das. Einwurf für Viktoria Köln von der linken Seite durch Eichmeier direkt vors Tor. Aber Brinkis kann den Ball locker abfangen. Also der macht auch ein gutes Spiel bisher, der Torhüter der Zwickauer. Und noch eine Ecke. Diesmal wieder von Handle ausgeführt. Diesmal hat er den 5-Meter-Raum. Eichmeier springt der Ball ins Knie und von dort ins Tor. 1:0. Dann können wir jetzt hier auf normal runterstellen. Und in der Taktik... Obwohl, nee, das müsste man schon so lassen. Das ist, glaube ich, sonst ein bisschen sehr auf Vorsicht bedacht. Ecke jetzt mal für Zwickau von der linken Seite. Antonic schlägt den Ball extrem scharf vors Tor. Aber Schulz steigt höher als König und köpft den Ball genau in die Arme von Sowade. Zeitgleich zu wechseln nach dem Eckball für Zwickau. Antonic zieht den Ball hart an den 5-Meter-Raum. Schulz springt der Ball ans Knie und von dort über das Tor, was eine neue Ecke für Zwickau bringt. Wieder Antonic. Auch er zupft sich am Kinn, das scheint wichtig zu sein. Kopfballduell vor dem Tor. Verfehlt, es überspringt die gesamte Hintermannschaft, wird aber von Müller umgestoßen. Schiedsrichter Christian Dingert pfeift sofort und es gibt 11 Meter für den FSV Zwickau. Na, herzlichen Dank. 3 Schritte Anlauf, Flachschuss aufs rechte Eck. Sowade hat die Ecke geahnt, aber der Ball passt zu genau. Ausgleich. Na, herzlichen Dank. Bakchat spielt heute nicht gut. Für ihn werden wir Fiore reinbringen. Und auch Koronkiewicz ist heute nicht ganz auf der Höhe. Für ihn wird Lang kommen. Dann müssen wir hier den Einsatz erhöhen. Wir müssen wieder auf kontrollierte Offensive. Fiore versuchte Mauersberger auszuspielen, aber der geht entschlossen zur Sache und gewinnt den Zweikampf. Und ich bin jetzt versucht, tatsächlich nochmal einen Stürmer zu bringen. Wir haben ja auch immer noch Ryska für Brasnitsch. Königke marschiert auf die rechte Strafraumecke zu, schaut, spielt den Ball direkt in den Strafraum. Kein Abseits, verfehlt es, entwischt Müller und erreicht den Ball mit der Stiefelspitze. Und es ist keine Chance mehr für Sowade. 1:2, Zwickau dreht das Spiel. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. So, jetzt hier volle Möhre. Ne, passiert aber nichts mehr. Wir verlieren gegen Zwickau mit 1:2. Der Elfmeter war dann der Knackpunkt. Tja. Da hat das Spielerverkaufen tatsächlich nochmal einen kleinen Einschnitt gebracht und wir sind jetzt 4 Punkte hinten. Könnte dann finanziell lustig werden. Paderborn hat 2:1 gegen Fortuna Köln gewonnen. Horn kann man sich ja ausleihen für nur 290.000, aber man muss halt sein Gehalt übernehmen.
Ja, ansonsten aber natürlich auch schon cool. Aber Gehalt, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Aber wir haben das Geld tatsächlich, die haben wir nicht gekriegt, glaube ich. Für Dings, für Brasnitsch. Das kriegen wir wahrscheinlich dann tatsächlich erst später. Dann war das natürlich eine blöde Aktion. Heißt mit anderen Worten aber auch, dass Riska und Kreier hier gerne noch auf der Transferliste stehen dürfen. Ja. Türspieler haben wir einen linken Mittelfeldspieler. Nee. Das bringt auch nichts. Eigentlich können wir Golli nochmal draufsetzen. Müsste passen. Gut. Achso, genau. Was eigentlich auch nochmal ganz gut ist, ist Jugendspieler abwerben. Da haben wir aber keine Möglichkeit. Das ist auch immer ganz gut, wenn man tatsächlich nochmal welche hat, die entsprechend gut sind und auch schon 17 sind. Die können einem manchmal tatsächlich weiterhelfen. Das ist nochmal eine ganz günstige Art und Weise, vor allem für Drittligisten nochmal an brauchbare Spieler ranzukommen. So, Philipp Thomas hat sich stark verbessert und hat nun Stärke 3. Sie wollen im Training ein kleines Kabinettstückchen zeigen, treten dabei unglücklich auf den Ball, stürzen und prellen sich die Schulter. Morgen können sie leider nicht das Training leiten. Ja. Hier nochmal Champions League Spielergebnisse und Europa League Ergebnisse. Und Patzler ist wieder fit. Das ist wichtig. Der wird auf jeden Fall eingesetzt. Unser nächster Gegner ist Carl Zeiss Jena. Wir sollten hier wieder mit einer Spitze spielen. Mit Backchart, mit Junglas. Gucken, ist der jetzt hier spielbar? Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen runtersetzen. Den können wir ein bisschen hochsetzen. Dann haben wir den entsprechenden Wert hier. Die haben eine Bombenabwehr. Das wird noch witzig. Ah, die waren aber, glaube ich, schon auf Maximum oben, ne? Ja, sieht so aus. So, dann gucken wir hier mal rein. Das ist kompakt. Da gehen wir auch definitiv auf Normal. Hier sollten wir auch wieder tunlichst runterstellen. Und auf geht's. Ich wollte noch mal eben schauen, wie sieht das eigentlich so aus mit Kondition und frische Kondition. Ist ja zum Teil echt dürftig. Also das ist noch stark verbesserungswürdig. Mal gucken. Ich gehe mal dahin. Hier. Ja, im Normalfall müssen wir das gewinnen. Goran Pandev macht in der zweiten Minute gleich mal seinen zweiten Saisontreffer nach Vorlage von Felik Bakcar. Das ist natürlich ein Traumstart. Wunderbar. Gelb für Sören Eismann nach einem Foulspiel. Spielt uns natürlich auch in die Karten. Und Simon Handler erhöht in der 17. Minute auf 2:0 nach Vorlage von Tobias Werner. Schukalo passt den Ball direkt vor den Strafraum. Bakcar sieht vor dem Strafraum kein Durchkommen, spielt erstmal zurück. Schukalo stürmt mit dem Ball am Fuß auf den Strafraum zu, nimmt den Ball mit, legt ihn nach links quer. Aber Werner ist nicht in der Lage, den Ball vernünftig zu stoppen. Da bringt ihm auch die Bundesliga-Erfahrung nichts. Und nach aktuellem Tabellenstand wären wir auch wieder mit dran. Löhmannsrüben marschiert Richtung rechte Eckfahne, nimmt den Ball perfekt an. Präzise Flanke in den Strafraum, Fallrückzieher Thiele, Unterkante an der Latte. Der Ball springt an den Rücken von Patzler und trudelt Richtung Tor. Fluggrätsche von Eichmeier, aber zu spät. Anschlusstreffer durch unseren wiedergenesenen Torhüter. Ja. Direkter Freistoß jetzt für Viktoria Köln. 17 Meter zentral vor dem Tor. Kronkiewicz läuft an wie an der Schnur gezogen. Koppens springt und dreht das Geschoss mit den Fingerspitzen noch um den Pfosten. Es gibt Ecke für Viktoria Köln. Handle schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten. Kopfballduell von Eichmeier mit Gerlach. Aber keiner von beiden kann sich durchsetzen. Und der Ball gelangt vors Tor. Kopfball Kronkiewicz ins lange Eck. Und dann macht er ihn doch noch. Wichtig hier vor der Halbzeit nochmal auf 2 Tore zu erhöhen. Und Guran Schukalo
nochmal zum 4-1. Das müsste es eigentlich sein. Ach, Wahnsinn. Nach dem Spiel gegen Zwickau ist unsere Mannschaft wieder da. Da könnte man jetzt nochmal wieder schauen, wer hat denn jetzt hier so konditionsfrischemäßig gerade richtig schlechte Werte. Backchart zum Beispiel. Ja. Und Patzler natürlich noch. Eichmeier. Schulz. Schulz war natürlich sensationell schlecht. 46. Eichmeier geht noch. Vielleicht bringen wir einfach mal Wunderlich rein. Müsste natürlich auch hier hin, damit er seinen Bonus bekommt. Und loben. Musikalisch gesprochen war das ja richtig. Groovy. So, so. Groovy war das also. Müller läuft in Richtung Strafraum. Spielt vor dem Strafraum einen verdeckten Pass nach links. Werner nimmt den Ball mit, zieht in die Mitte. Stoppt den Ball etwa 19 Meter vor dem Tor, leitet ihn sofort in den Strafraum weiter. Kein Abseits. Pandev entwischt Gerlach und erreicht den Ball mit der Stiefelspitze. Koppens verstreckt sich vergeblich. Albeck versucht noch auf der Linie zu retten. Erreicht den Ball sogar noch mit der Fußspitze. Eichmeier ist da und hebt den Ball über Koppens ins Tor. Bitter natürlich jetzt hier für Jena. Zumal sie jetzt diese Klatsche zu Hause kriegen. Dann würde ich tatsächlich nochmal Sovade einwechseln, weil Pasta ja noch entsprechend frischemäßig angeschlagen ist. Ich weiß nicht, wie weit das eine Rolle spielt bei Torhütern. Und dann bringen wir nochmal Rüsker für Pandev. Elfmeter für Carl Zeiss Jena. Brückmann schaut Torhüter Sovade tief in die Augen. Langer Anlauf, Flachschuss aufs rechte Eck. Sovade hat die Ecke wieder geahnt. Aber er kommt zu spät und kann den Ball erst hinter der Linie abwehren. Deswegen entscheidet der Schiedsrichter auf Tor. 2:5. Jalbeck versucht, Junglas auszuspielen. Der setzt zu einer Grätsche an. Kann den Angriff abfangen. Wunderbar. Und dann ist das Spiel vorbei. Dopingkontrolle negativ. Wir gewinnen 5:2 beim FC Carl Zeiss Jena. Und die zwei Gegentore waren ein Eigentor und ein Elfmeter. Das muss man sich dann auch nochmal vergegenwärtigen. Vierter sind wir jetzt. Ein Punkt Rückstand nur noch auf Erfurt und Rostock. Denn Erfurt hat gegen Preußen Münster mit 3:4 verloren nach einer Aufholjagd. Und Rostock muss höher verloren haben. Rostock hat gegen Fortuna Köln verloren. Und Erfurt ist dadurch mit der Niederlage tatsächlich noch um einen Platz wieder nach oben gekommen. Kommt mit einer Niederlage auf den Aufstiegsplatz. Das passiert auch nicht so oft. Ja, und unten im Abstiegskampf haben wir hier Dortmund 2, Bremen 2. Goran Pandev und Simon Handle sind in der Elf des Tages. Bei den Torschützen ist unser bester Goran Schukalo mit nur 3 Treffern. Unser bester Scorer ist Simon Handle, 1 Tor und 6 Vorlagen. Ach, Gideon Jung, das ist natürlich auch nett. Und Golli kriegt tatsächlich ein Angebot. Ja, ich werde ihn verkaufen. Wir brauchen Kohle. Wir brauchen Knete. Genau, das wollte ich. Und dann können wir nochmal gucken in die anderen Ligen. So nach 10 Spielen ist ja eine erste Tendenz schon zu erkennen. Hier sehen wir Bayern München auf Platz 1, gefolgt von Frankfurt, Dortmund und Mainz. Hertha, Wolfsburg ist oben mit dabei. Schalke, Gladbach enttäuschend. Leipzig nur auf Platz 14. Hamburg, Hannover und Bremen, die drei Nordclubs, stehen auf einem Abstiegsplatz. Bremen sogar nur 4 Punkte nach 10 Spielen. In der zweiten Liga hier Ingolstadt, Darmstadt ganz oben mit dabei, Bochum, St. Pauli und Sandhausen ebenfalls. Aue ist überraschend gut mit dabei auf Platz 7, Kiel auf Platz 12, Duisburg, Nürnberg, Dresden und Regensburg derzeit auf einem Abstiegsplatz. Hier können wir nochmal in die anderen Länder hineinschauen und ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!